Ich glaube, das ist so wild manchmal, weil ich habe natürlich heftig viel dafür getan, dass ich als das größte Kollegah-Groupie hier wahrgenommen werde, auf der ganzen YouTube-Ebene. Aber es gibt wirklich mehr Songs, die ich nicht kenne, als ihr glaubt. Und ich habe ja gesagt, so nach diesem Zu Elder Tap 1, Boss der Bosse, Alpha Gene und diesen ganzen Classics für mich, gab es irgendwann die Zeit, wo ich so gut wie null Kollegah gehört habe. Was nicht heißt, dass er für mich wack geworden ist oder sonst was, aber es gibt keinen Grund dafür. So, ich war dann irgendwie vielleicht auch mal, hab halt was anderes gefeiert über ein paar Jahre und es hat mich auch nicht mehr so interessiert, vielleicht oder so, ne? Und auch der Sound wurde schon ein bisschen anders bei diesem Imperator, Diktator, das Game Hardcore. Der hat sich dann schon, hat so ein bisschen mir dann manchmal zu ernst gemacht und mir hat das alles nicht so gefallen. Ich kann euch Real Rap nicht sagen, ob ich diesen Song kenne. Wir gehen rein. Wenn ich diese Melodie höre, kommt sie mir aber sehr bekannt vor. Ist es nicht ein Lied für irgendeine Person, die er liebt? Die Kippe brennt, ich blass den Rauch in die Luft. Bin müde von dem Struggle und dem dauernden Druck, der sich staut in der Brust. Ah, müde vom Chef. Mag ich, ich bin halt einfach, Digga, ich find das direkt voll nice. Ich glaube, ich kenne den Track, aber ich kenne ihn nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Klingt komisch, ist aber so. Also natürlich, ich habe den bestimmt schon mal irgendwo gehört, auch die Melodie am Anfang und so, wie das losgeht. Ich kenne das irgendwie her, aber ich kann jetzt nicht mitrappen. Die Kippe brennt, ich blass den Rauch in die Luft. Bin müde von dem Struggle und dem dauernden Druck, der sich staut in der Brust. Ich glaube, das könnte ich mich komplett mit identifizieren. Von dem dauernden Druck, der sich staut in der Brust. In die Luft, bin müde von dem Struggle und dem dauernden Druck, der sich staut in der Brust. Müde vom Chef, der mir sagt, dass ich zur Raucherpause ausstempeln muss. Ja, da beschreibt er aber hier eine Zeit, wo er gerade 16 war. Denn schon mit 17 hatte er bestimmt keinen Chef mehr, dem er Bescheid geben musste, wenn er mal zur Raucherpause gehen will. Also, es ist quasi eine Story über jemand anderen. Oder er beschreibt ein Szenario, in das sich womöglich viele reinversetzen können. In der Brust, müde vom Chef, der mir sagt, dass ich zur Raucherpause ausstempeln muss. Müde vom Chef, der mir sagt, dass ich die Raucherpause ausstempeln muss. Müde beim Anblick meiner Lohnabrechnung. Bin müde nach der Schicht. Hey, weißt du, was ich geil finde? Genauso müde von all diesen Debris und Paniks, müde davon, dass kein Geld auf der Bank ist, müde davon, immer im Auto im hohen Gang fahren zu müssen, weil ständig der Tank blinkt. Ich bin müde von der Müdigkeit. Ich bin müde davon. Ey, ich habe auch mal einen Song geschrieben, wo ich die ganze Zeit rappe, dass ich müde von was bin. Und ich habe mich an einem Song orientiert. Da war ein Song Inspiration für mich, und zwar Eminem. Wenn du die ganzen Hits von Eminem, die ganzen Punchlines, die das Ganze wegnimmst, der berührendste Song von Eminem mit einer der Songs, die mich am meisten gecatcht haben, ist wirklich If I Had. I'm tired of, I'm tired of, I'm tired of, I'm ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde. Und dann habe ich irgendwann auch so gesagt, dieses so, ich bin müde vom Müdesein, müde von der Übelkeit, müde von dem, müde von dem. Müde von all diesen Debris und Paniks, müde davon, dass kein Geld auf der Bank ist, müde davon, in meinem Auto im hohen Gang fahren zu müssen, weil ständig der Tank blinkt. Und das fühle ich voll. Ich fühle das mal. Und jetzt macht Kolle bis jetzt das auch so, aufzuzählen, von was er müde ist oder müde war oder er versetzt sich in eine andere Person rein oder wie auch immer, finde ich gut. Ausstempeln muss, müde beim Anblick meiner Lohnabrechnung. Bin müde nach der Schicht, doch wurde Dope am Brennpunkt, Dicks im Großstadtzentrum. An Bonzen. Dope am Brennpunkt, Lohnabrechnung, Großstadtzentrum. Bin müde nach der Schicht, doch wurde Dope am Brennpunkt, Dicks im Großstadtzentrum. An Bonzen in der Disco, das Risiko ist hoch, aber mein Konto ist im Dispo, vielleicht kommt demnächst. Das Risiko ist hoch, aber mein Konto ist im Dispo. Die Kripo. Ich bin müde von den Drogentrips und. Geil, dass ich so einen Song so gut wie nicht kenne. Also ich vielleicht kommt dann eine Line, die ich dann aus dem Stegreif doch mitrappen kann, aber ich würde mich jetzt festlegen, dass ich den Track
so wenig kenne, dass ich keine einzige Line mitrappen kann. Mein Konto ist im Dispo, vielleicht kommt demnächst die Kripo. Ich bin müde von den Drogentrips und nächtelang im Songs aufnehmen mit Rispo. Bin müde Props zu kriegen, doch kein Label. Warte mal. Den Drogentrips und nächtelang im Songs aufnehmen mit Rispo. Bin müde Props zu kriegen, doch kein Label Deal. Müde mich über Wasser zu halten wie ein Navy Seal. Müde von der Ich bin müde Props zu kriegen, doch kein Label Deal. Nicht über Wasser halten. Doch kein Label-Deal. Müde, mich über Wasser zu halten wie ein Navy Seal. Ich finde auch, also da, wenn ich diese Trumps höre, das ist so, was mir bei dem neuen Koller-Album, was ich ja wirklich gut finde. Aber teilweise habe ich ja auch gesagt, die Trumps klingen so ein bisschen, was heißt low? Ist einfach vielleicht auch einfach nicht mehr mein Geschmack. Aber hier finde ich die Trumps, die sind so implementiert in den Beat. Das ist so, das ist auch nicht einfach so eine Snare-Drum, sondern da klackert noch so ein Shaker oder eine Rassel mit hinten dran. Das ist so viel. Müde von der Gegend hier, müde hier zu leben, aber dann in Texten zu erzählen vom dekadenten Lebensstil, müde vom täglichen Stress. Oh, aber das ist ein sehr, sehr echter Track, Digga. Warum ist er denn total an mir vorbeigelaufen? Leben, aber dann in Texten zu halten wie ein Navy Seal. Müde von der Gegend hier, müde hier zu leben, aber dann in Texten zu erzählen vom dekadenten Lebensstil. Müde hier zu leben, aber dann in Texten zu erzählen vom dekadenten Lebensstil. Digga, das ist ja mal eine Seite, die ich so noch nie von ihm gehört habe. Das ist ja eine sehr, sehr weiche Seite, die ihr hier preisgibt. Vom täglichen Stress, dem wenigen Cash, müde von all den austauschbaren Ladies im Bett. Geh ohne Basie nicht weg, müde, wenn sie auch... Geh ohne Basie nicht weg. Alter, Digga, stell dir mal, der läuft immer mit Baseballschläger rum, Digga. Treffen wir uns abends in der Bar, Felix? Ja, ja, ich komm. Er kommt direkt mit Basie über die Schulter rein. Müde von all den austauschbaren Ladies im Bett. Geh ohne Basie nicht weg. Müde, wenn sie aus der Gegend draußen stehen, mich auszunehmen und mir... Flächendeckende Subbässe kommen rein, untermalt das Feeling komplett, lieb ich, wisst ihr. Bett, geh ohne Basie nicht weg. Müde, wenn sie aus der Gegend draußen stehen, mich auszunehmen und mir aufs Maul zu geben. Ich bin müde, dann mal wieder rauszugehen, die Faust zu heben und es mit jedem von ihnen aufzunehmen. Müde, mich mit der ganzen Welt zu schlagen, mir in meiner Fam den Halt zu geben, den ich selbst nicht habe. Boah, das ist einer dieser Kolle-Songs, ich sag's ja sehr, sehr oft. Kolle-Songs, Kolle-Motivations-Songs sind nicht so meins. Also auch sein größter Hit, Du bist Boss, also die Zahlen geben ihm ja recht. Und die widersprechen auch mir. Also wenn du jetzt sagst, ey Jiggy, du magst Du bist Boss von Kolle nicht, dann guck dir aber mal die Aufrufzahlen an. Dann bin ich natürlich geschlagen, weil anhand der Aufrufzahlen ist es natürlich ein Big Hitter, Digga, dieser Song, ne? Und der Klicks und Streams und so, ne? Aber ich will auch nicht sagen, dass Kolle mich nicht motivieren kann, aber Kolle kann mich eben nicht damit motivieren, wenn er diese typischen Motivationssongs macht. Dieses Alpha, du bist das, du musst das machen, was ist das, den ganzen Tag schlafen, du musst raus und kämpfen, während alle schlafen, du bist ein Wolf, du bist ein Löwe, du bist Alpha, du bist das, das packt mich halt null. Null. Was mich motiviert, waren so Songs wie Sommer. Das motiviert mich auf so eine ganz eigene Weise, weil das Feeling, was daraus kristallisiert wird bei so einem Song, das motiviert mich. Dieser Song aber ist nicht so dieser typische Du bist das, Song. Sondern das motiviert so auf eine ganz eigene Art und Weise, weil das ist so Du bist Boss ist mir, das ist für mich nicht so persönlich irgendwie, aber das ist persönlich so. Das ist echt, das ist irgendwie authentisch, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Mal wieder rauszugehen, die Faust zu heben und es mit jedem von ihnen aufzunehmen. Müde, mich mit der ganzen Welt zu schlagen, mit meiner Fam den Hals zu geben, den ich selbst nicht habe. Überdope. Mich mit der ganzen Welt zu schlagen, müde meiner Fam den Halt zu geben, den ich selbst nicht habe. Das ist offline, Digga. Immer dieselbe Lage. Ich schwöre, eines Tages buche ich die ganze scheiß Hoteletage. Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich gehe auf die Straße, der Himmel Anthrazit. Ich bin Gesicht, wie ein Assassine. Das ist geil, Hook kommt richtig gut rein, weil da war auch davor im Beat schon diese VOX-Laute, diese Female Voices. Und die kommen hier in der Hook irgendwie, ich weiß nicht, ob sie da lauter sind oder vielleicht auch gar nicht anders sind als im Part, aber der Einstieg in die Hook ist auf jeden Fall geil. Die ganze scheiß Hoteletage, Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich geh auf die Straße, der Himmel Anthrazit. Ich bin müde von dem Hustle, müde von dem Struggle. Doch gebe niemals auf, meine Psyche ist eine Waffe, Kapuze im Gesicht. Boah, Digga, das motiviert mich, Digga. Heute ist auch noch Mittwoch. Mittwoch, Digga, ist bei mir der Therapietag, Digga. Ich bin jeden Mittwoch in Therapie. Außer heute. Außer heute war ich nämlich beim Psychiater. Chapa, komm, flat, es nimmt kein Ende.
Und das kickt mich gerade voll. Jetzt er sagt, meine Psyche ist eine Waffe, Dicker. Keiner ist bulletproof, so wie Jiggy. Digga, das, da zieh ich was raus, Digga, aus dem Song gerade. Psychose. Ist eine Waffe, Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich geh auf die Straße. Hab ich gerade Psychiater gesagt? Niemals, ne? Also bei all meinen Sprachfehlern, ne, darf ich mir es ja auch manchmal rausnehmen, andere Leute zu kritisieren, wenn sie Sprachfehler haben, ne? Ich habe ja selbst wirklich genug. Bei Leuten, die Psychose sagen oder ich gehe zum Psychiater, boah, Digga, da krieg ich wirklich Cringe Attack. Waffe, Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich gehe auf die Straße, der Himmel am Transit. Ich bin müde von dem Hassel, müde von dem Struggle. Doch gebe niemals auf, meine Psyche ist eine Waffe. Boah, Digga, das ist wunderschön. Das ist wirklich schön. Niemals auf, meine Psyche ist eine Waffe. Ich zünd den Blunt an, atme das Haze ein. Noch zwei Interviews zwischen Soundcheck und Stage Time. Ne Clubshow zur Late Night. Ich bin müde, doch muss Poster und CDs sein. Posen mit nem Fake Smile. Ich bin müde, doch muss Poster und CDs sein. Posen mit nem Fake Smile. Und da hat er den Biss. Das unterscheidet. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nie ein ganz großer werden kann. Selbst wenn ich, keine Ahnung, vielleicht noch jünger wäre, ein bisschen poppiger aussehen würde, sonst was und irgendwie alles hätte, was mir den Step in das ganz große Gewässer erleichtern würde. Worauf will ich hinaus? Genau, mir fehlt so dieser Biss. So dieses, weil wenn ich das höre, ich muss Poster und CDs sein. Posen mit einem Fake-Smile, das könnte ich gar nicht. Bevor ich pose mit einem Fake-Smile, sage ich die Tour ab, Digga. Wenn ich mich nicht gut fühle, gehe ich nicht raus, Digga. Ich habe da manchmal nicht so den Biss, dass ich denke, jetzt beiß ich mich durch, jetzt mach dich gerade, Junge, los. Sondern ich neige dann hin und wieder an ganz grauen Tagen zu kapitulieren und zu resignieren und mich ins Bett zu legen und die Decke bis hier hoch und nur noch rauszulucken auf dem iPad, was da gerade läuft und dann eine Runde zu schlafen, weil im Schlaf ist endlich Ruhe. Ja. Ah ja. Entschuldigung für alle, die meine Schmerzgeräusche nicht mögen. Ich hoffe, ihr mögt aber den Hydration Trick von meinem Partner Holy. Heute Geschmack Pink Grapefruit. Das müsst ihr probieren. Für mich mein absoluter Favorite. Meine Frau mag's nicht, aber ich liebe diesen Geschmack. Ohne Spaß. Hydration Trick, Elektrolyt, Kokoswasser, Mineralien, alles in einem. 100% vegan. So gut wie kein Zucker. Findet ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch zwei Rabattcodes, da könnt ihr Geld sparen. Und ihr findet dort auch Ices und Energy Drinks, die sind auch alle ebenfalls 100% vegan und haben so gut wie keinen Zucker. Damit bleibst du die komplette zweite Halbzeit lang mit fit, Jabba. Komplett. Ich bin müde. Müde vom Showbiz, müde, weil immer etwas los ist, müde von Roadtrips, den Auf... Das war vom Flow her nicht ganz drinne. Müde. Das war ein bisschen dieses immer was los ist, war ein bisschen Offbeat. Müde vom Showbiz, müde, weil immer etwas los ist, müde von Roadtrips, den Auf... Ich bin müde, müde von Showtrips, müde, weil immer etwas los ist, müde von den Roadtrips. Es ist nicht im Beat, leider Gottes. Aber egal, das habe ich bei Conno noch nie gestört. Müde vom Showbiz, müde, weil immer etwas los ist. Müde von Roadtrips, den Aufnahmesessions. Bin müde doch im Backstage bei lauwarmem Essen. Immer dauernd am Texten, seit drei Tagen wach. Nicht leicht mich zu motivieren, wenn ich die... Dauernd am Texten, ne? Im Essen, immer dauernd am Texten, seit drei Tagen wach. Nicht leicht mich zu motivieren, wenn ich die Stage verlasse. Und mehr Sommers erscheinen im Homebildschirm. Jeder will sich Profi... Warte mal. Kennt ihr das, wenn ihr so Songs hört? Also ich glaube, jeder kennt das. Vielleicht versteht aber jetzt gerade nicht jeder, was ich meine, wenn ich es versuche zu erklären. Aber wenn ihr Songs hört, habt ihr doch ganz oft irgendeine Gegend, irgendein Ort, irgendeine Farbe, irgendwas im Kopf, wo ihr gerade seid, wenn ihr den Beat hört oder den Song, oder? Ihr wisst doch, was ich meine, das kennt man doch. Dass man den Song hört und so subtil im Unterbewusstsein denkt man, man ist da, man ist da, man ist da, man ist da. Und bei dem Song bin ich gerade die ganze Zeit, während er läuft, bin ich am Buffet, damals, als ich mit Kolle Interview geführt habe, als er mich das erste Mal eingeladen hat, was für mich auch ein absolutes Live-Goal war, als ich mit ihm in Offenbach war und dieses Interview gemacht habe und da Backstage mit ihm gechillt habe, tralala, das war wirklich ein großes Ding, Alter.
Und als wir dann am Buffet waren, und da war er gar nicht bei mir, witzigerweise. Witzigerweise waren da zwei kleinere Jungs dabei, die mit ihrem großen Onkel da waren. Der große Onkel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen kann, wer das war, ihr kennt ihn auch auf jeden Fall, aber von dem Onkel, die zwei kleinen Jungs, die waren so, die waren Jiggy-Fans. Die waren die ganze Zeit, du Siffmaul, runter von meinem Rasen, was ist dann? Du sollst den Channel abonnieren. Haben die ganze Zeit mit mir geredet, so während wir da gegessen haben, wie ich mit Spoofy und Herr Kuchen da gegessen habe. So. Und ich bin die ganze Zeit in diesem Raum und sitze hinten irgendwie an dem Tisch in dem Buffetraum, während ich es höre. Ja, die Sados waren die Jiggy-Fans, ja. Hast du auf den Baum gepennt, du Mogli verschnitten? Und am Texten, seit drei Tagen wach. Nicht leicht mich zu motivieren, wenn ich die Stage verlasse und mehr Sommers erscheinen im Humboldtschirm. Guck mal, das ist das erste, was heißt interessantere Reimschema. Das ist ja ein Song, da geht's ja gar nicht so um das Stilistische, um die krassen Reime, um die krassen Punchlines, um die krassen Flows. Das ist ja ein Song, der einfach von dem Real Talk und von dem Feeling lebt, so, ne? Aber wenn dann mal was stilistisch Wertvolles rauskommt, ne, dann kann man das auch schon mal hervorheben, wie bei Lion King Simba vom Affen oder so ähnlich. Wach, nicht leicht mich zu motivieren, wenn ich motivieren. Die Stage verlass und mehr Sommers erscheinen. Stage verlass. Mails verfass, Homebildschirm. Texten, seit drei Tagen wach, nicht leicht mich zu motivieren. Wenn ich die Stage verlass und Mails Sommers erscheinen im Homebildschirm. Jeder will sich profilieren, ich check jedes Demo-Tape und bin müde vom Luftgemisch aus Tourbus und Deo-Spray. Müde von den Arsgeiern, weiter die mir nacheifern, um sich paar Scheiben abzuschneiden wie ein Glasschneider. Ich geh nicht in. Ein paar Scheiben abzuschneiden wie ein Glasschneider, okay, wie ein Glasscheiben, ja. Ein paar Scheiben abzuschneiden. Wie ein Glasschneider. Weiter, die mir nacheifern, um sich paar Scheiben abzuschneiden, wie ein Glasschneider. Ich geh nicht in Bars feiern, lass mal stecken, ich bin müde und nach zwei Gigs am Tag heiser wie ein Marktschreier, hab kaputte Stimmbänder. Ich bin müde, paar Scheiben abzuschneiden, wie ein Glasschneider. Ich geh nicht in Bars feiern, lass mal stecken, ich bin müde und nach zwei Gigs am Tag heiser wie ein Marktschreier, hab kaputte Stimmbänder. Bin müde von jeder famegeilen Bitch, die sich aufspielt wie eine fucking Prinzessin. Und ich versuch nicht gleich hoch. Ich mag aber auch seine Voice hier, das ist durchgehend eine sehr, sehr angenehme Voice und auch die Mische. Ich find den Song sehr geil. Ich glaub, dieses Imperator-Album, ich glaube, ich habe das gar nicht gehört, um ehrlich zu sein, ne? Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Fame geilen Bitch, die sich aufspielt wie eine fucking Prinzessin. Und ich versuch nicht gleich hochzugehen wie Blindgänger, wenn die Securities wenn cashen mit einem Springmesser. Bin müde von den Typen, die. Ich versuch nicht gleich hochzugehen. Blindgänger, wenn die Securities wenn cashen. Ich versuch nicht gleich hochzugehen wie ein Blindgänger. Nichts läuft mir mit rechten Dingen zu. Linkshänder. Mit einem Springmesser, bin müde von den Typen, die mich angreifen und hassen, die mich anschreien, doch dann feige Anzeige erstatten, nicht die Bandbreite erfassen. Ja, ich bin zwar müde, doch das ist auch eine gute Reime und gute Reimkette auf jeden Fall. Doch dann feige Anzeige erstatten, nicht die Bandbreite erfassen. Ja, ich bin zwar müde, doch ihr habt nicht mal ansatzweise meine Spannweite, ihr Spasten. Kapuze im Gesicht, wie ein Assassine. Ich geh auf die Straße, der Himmel anthrazit. Ich bin müde von dem Hasse, müde von dem Struggle. Doch gebe niemals auf, meine Psyche ist eine Waffe. Ah, das gibt mir was, das gibt mir was. Wie der Weihnachtsmann meinem Sohn, komplett. Das gibt mir was, das finde ich echt gut. Gesicht, wie ein Assassine. Ich geh auf die Straße, der Himmel anthrazit. Ich bin müde von dem Hasse, müde von dem Struggle. Doch gebe niemals auf, meine Psyche ist eine Waffe. Wer hat es produziert? War das Rispo? Nee, ne? Da war die Rispo-Zeit schon vorbei. Aber so von den Trumps her könnte das wirklich so ein Rispo-Ding sein. Gutes Ding, Digga. Tasty hat gehofft, dass du die Nachricht noch liest, die er vorhin geschrieben hat, die ich nicht weiter vorgelesen habe. Ich habe dir die mal im Discord nochmal geschrieben. Okay, danke. Achtung, Triggerwarnung. Also, die Nachricht, die ich jetzt vorlese, bezieht sich auf den Song, auf den ich gerade reacted habe. Und derjenige, der Tasty hat sich das gewünscht. Tasty hat sich das am Anfang überhaupt gesagt. Tasty, Junge, Dixie, Shoutout geht an dich raus, Alter. Ist einer der krassesten Supporter auf Twitch bei mir. Ich liebe dich, mein Junge. Danke für alles, was du tust, Alter. Vielen lieben Dank für deinen T-Rollen Support. Du geile Sau. Hab ich gar nicht am Anfang gesagt. Also Liebe und Kuss geht raus an dich, Digga. Und Tasty hat sich gewünscht, dass ich am Anfang eine kleine Info zu dem Song
die er mir verfasst hat, vorlese. Ich habe allerdings gesagt, ich will die nicht lesen, weil sonst bin ich vielleicht voreingenommen. Ich will den Track einfach auf mich wirken lassen. Und jetzt lese ich sie aber danach vor. Achtung, Triggerwarnung, keine Reime. Frankfurt Hauptbahnhof, ich bin broke, nichts auf dem Konto, Leere im Kopf. Morgen leg ich mich neben Dan, der da gerade sein Crack raucht, und neben Ernie, der draußen schläft. Was? Will sein Hund in der Unter... Ach, keiner... Ach, das bezieht sich gar nicht auf den Song. Digga, ich raff ja gar nichts mehr. Raucht oder neben Ernie, der draußen schläft, weil sein Hund in der Unterkunft nicht willkommen ist. Aber heute nicht. Kapuze auf und durch die Menge. Letzter Zug, letzte Short, ich kann nicht aufgeben. Auf den Ohren, Kollege Assassine. Von was... Also, Digga, da stehe ich gerade wirklich ein bisschen auf dem Schlauch. Das ist mein Leben. Wirklich krass, Digga. Krass, Mann, das ist ja auch schon echt was durch. Aber bist du, ah, du bist Frankfurter, gell? Bist auch hier aus der Nähe, oder was? Krass, Digga, ich hoffe, du hast ein bisschen mehr auf dem Konto, Digga, weil wenn du immer noch finanziell nicht so satt bist, sag ich mal, ne, dann hör auf mit den ganzen Donations hier, Digga. Mit den ganzen Subs und so, ne? Ich vergesse dich schon nicht, auch wenn du 3 Jahre hier nicht mehr reinsubst. Krass, da hat der Song bei dir... Digga, Alter. Tasty, Digga, Mann. Da hat der Song dir aber richtig was gegeben, scheinbar. Das ist so geil, wenn man so einen Song hat, der einen so komplett, ne, und so komplett beisteht. Also Tasty Spaghetti haut nochmal 20 raus. Vielen lieben Dank. Ey, könnt ihr einmal Kuss und Liebe, einmal Herzchen oder was auch immer hier für Tasty reinhauen, bitte. Der haut richtig krass rein, ohne Spaß, Alter. Richtiger Ehrensupporter, ohne Spaß. Vielen lieben Dank, Digga. Du supportest so hart, Mann. Ohne Spaß, so krass, Alter. Danke dir.